Hi, ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation. Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Und was machen wir damit? Faceswap. Dass ausgerechnet du jemals irgendetwas reißen wirst. Alle erfolgreichen Menschen waren mal unbeliebte Nerds. Nerd today, boss tomorrow. Was ist der Plan? Wie verkauft man Drogen im Internet? Boom. Okay, das ist der kriminellste Gedanke, den du jemals hattest. Ich hab gehört, dass sie Ecstasy verkaufen. Ecstasy verkaufen. Egal wohin, wenn das klappt, dann können wir machen, was wir wollen. Regel Nummer 1 vom Shop. Wir verlieren kein Board über den Shop. Das ist Fight Club. Ja, hab ich nur gesehen. Wie viel willst du denn haben? Alles. 21 Bestellungen in 3 Tagen. Muss sie vielleicht heute Abend ein bisschen feiern gehen? Das ist er. Mein Moment. Willst du Moritz schlagen? Ja, mal sehen. Okay, dann komm rein. Ich hab zum Dealer noch gar nicht das restliche Geld gebracht. Ja, wo ist die Kohle? Ich geb ihm das restliche Geld bald. Leider falsche Antwort. Ich geb's ihm jetzt sofort. Ah, sorry. Die Antwort war eigentlich richtig. Doch, das ist genauso passiert. Alles, was du tust, hat seinen Preis. Die Frage ist nur, wie viel bist du bereit zu zahlen? Idol einer ganzen Generation. Wir hatten 1 Million Euro mit 17, 300.000 für jeden. Ich meine, das ist wahrscheinlich ein fucking Genius. Also dann, auf die 1 Million und den Ausstieg aus dem internationalen Drogenhandel. My Drugs hat so ein enormes Potenzial und es wäre doch schade, das nicht zu nutzen. Die bringen uns um, wenn wir aussteigen. Ja, ich muss den Rest meines Lebens für die arbeiten. Wir brauchen ein größeres Team, Jungs. Ich habe auch schon jemanden im Kopf. Ich dachte an Kira. Kira! Lenny hat mir so ungefähr alles von dir erzählt. Warum interessiert sich Mädchen mal ein bisschen für dich? Versagst du alles, was ich aufgebaut habe? Weißt du, was noch beschissener ist als eine Freundin, die alles über Maldox weiß? Eine fucking Ex-Freundin, die alles über Maldox weiß. Was willst du denn hören? Dass ich ein internationaler Internet-Rombaron bin, oder was? Du bist was? Was? Nee. Bin ich natürlich nicht. Da wartet man sein ganzes Leben darauf, dass man endlich erwachsen wird und sich dieser Scheißknoten im Hirn löst. Nur um dann festzustellen, dass man noch irrer wird. Guck. Und wenn ihr nicht gewesen wärt, dann wäre unser Buba jetzt noch am Leben. Wie tief steckst du in der Scheiße? Was zur Hölle ist das? Schlechte Erfahrung mit Schusswaffen. Wenn es einen Knopf geben würde, der alles löscht, was wir jemals gemacht haben, würdest du den drücken? Come on, den Move kennen wir inzwischen. Manchmal muss man vielleicht etwas Böses tun, um etwas Gutes zu erreichen. Bin ich nur hinterhergerannt, weil ich gedacht habe, du hättest einen Plan. Kannst du mir mal verraten, wie man für so eine Situation einen Plan haben soll? Mein MyDrugs 2.0 wird die Art, wie Menschen online Drogen verkaufen, für immer verändern. Der offizielle Launch ist diesem Sonntag am Mitternacht. Allerdings würde ich vielleicht noch eine Expertenmeinung einholen. Du hast uns dein Wort gegeben. Wir sind keine Freunde mehr, habe ich verstanden. Wer geht als erstes in den Knast? Ich sag Moritz. Wofür? Erregung öffentlicher Langeweile? Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich hab Scheiße gebaut, okay? Scheiße. Wir haben das zusammen angefangen. Wir bringen das zusammen zu Ende. Also genau genommen habe ich das ja alleine angefangen.
Leute, euch ist schon klar, wie unfassbar gefährlich das ist, wenn jemand mitbekommt, was wir hier machen, oder? Moritz, wir verkaufen Drogen. Ja, aber wir verkaufen sie ethisch korrekt. Klaus hat 1,2 Millionen Kontakte. Müssen nur noch warten. Das war schon so einfach. Wer braucht Freunde, wenn man die ganze Welt haben kann? Ist nochmal gut gegangen, oder Jungs? Ja, dieses Mal vielleicht. Aber wem probierst du das nächste Mal deine Waffe aus? Ich weiß nicht mal, wie die funktioniert. Auf welchen Knopf muss man wohl drücken? Moritz, du hast komplett die Kontrolle verloren. Ehrlich gesagt, ist mir scheißegal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Du entscheidest hier überhaupt nichts mehr. Ich bin verdammt gut im Drogendealen. Hey, jetzt, in ein paar Jahren schauen wir auf all das hier zurück und lachen uns kaputt. Dann verkaufen wir die Story für ganz viel Geld an Netflix. Wobei, das wäre ihm wahrscheinlich zu unrealistisch. Wahrscheinlich.